Wir haben ja jetzt 4 von den Steinen. Frage, welches Muster uns diesmal erwartet. Und welche Fallen. Bin mal gespannt, was am Ende des Weges hier so auf uns lauert. Oh. Der ist respawned. Hm. Mein. Bisschen scheint ja noch zu sein, ne? Wahrscheinlich ist beim nächsten der ganz große drin. Der Centurio. Ja. 3 und dann links in der Ecke. Ja, toll. Das krieg ich hin. Nein, nicht da. Den da. Nein. Ja, genau. Wahrscheinlich brauchen wir dann noch irgendwie oben in der Ecke einen oder so was. Oh shit. Oh shit. Das war gemein. Okay. Das war... Na dann. Gucken wir mal, was uns als nächstes erwartet. Schon Ende im Gelände sein? Oh ja, tatsächlich. Hoppala. Schwarzer Zwergenbogen des Schicksals. Okay. Schwarzer Zwergenbogen des Schicksals. Interessant. Gucken wir gleich mal.
Oh, der macht einen Basisschaden von 102. Den müssen wir mal aufwerten, mal sehen, wie hoch der geht. Geile Sache. Cool. Hätte ich ja nur nicht gedacht. Da müssen wir noch nach der Putzfrau von Nelot suchen. Vorher gucken wir uns mal die Höhle an. Ich glaube, Pfeile haben wir genug, oder? Behaupte ich jetzt mal. Oh, Moment. Da ist noch was anderes. Oh, da ist noch so ein... Es könnte ein Hügel gerade... Da ist noch was... Was ist denn hier noch alles? Verdammt, ich dachte, ich habe schon einiges erkundet. Oder fast alles. Nicht sogar fürs Erkunden schon ein Achievement bekommen? Hä? Oder trollt mich das Spiel gerade? Moment, Höhle. Höhle ist dichter. Also laut Karte. Frostmondschlucht. Halt! Ihr habt hier nichts zu suchen. Wir wollen euch nichts Böses, aber zieht eures Weges. Okay, wenn du das sagst, dann komme ich vielleicht später wieder. Vielleicht. Wenn sie meint, wir sollen gehen, dann machen wir das lieber. Wir wollen niemanden unnötig provozieren. Altar von Trond. Ich erinnere mich auch kaum an das Bloodmoon-DLC von Morrowind. Ich habe mich in Solstheim sehr wenig aufgehalten. Ich war mir ja tatsächlich in Gramfeste unterwegs bei dem Tribunal-Addon. Wir werden uns aber dann, wenn Morrowind als Let's Play ansteht, wesentlich mehr damit auseinandersetzen, definitiv.
Kram fest, statt des Lichts, statt der Magie. Das klingt mir immer noch heute in den Ohren, weil die NPCs das so oft gesagt haben. Los, Springpass. Die Klinge. Agaro? Da hat er Plumps gemacht. War das mal ein Boot? Was war das denn schon wieder? Dieser Perk, ne? Ja, das war mal ein Boot. Was zum Teufel? Wir müssen gleich mal gucken, was es damit auf sich hat. Es gab in Morrowind. Es gab einen Dwemer-Luftschiff, wenn ich mich recht entsinne. Ist das, der Rest davon? Das könnte durchaus der Rest davon sein. Ich erinnere mich da dunkel an ein Dwemer-Luftschiff. Das war eine Questkette. Anders macht es auch keinen Sinn, dass hier oben ein Boot hinkommt. Gott, ist das lau. Wir sollten mal reingehen, damit es nicht so stürmt. Das jetzt so clever ist. Mal gucken. Scheint zu passen. Gott, es ist laut. Alter. Nee, halt, warte, warte. Nee, lass es. Da unten war noch eine Höhle. Noch eine. Aber erst das Ding hier oben. Da ist noch. Irgendwo. Gehen wir gleich hin. Da. Ich will erstmal das hier. Da, das da.
Ein Scheiß-Troll. Ein Scheiß-Troll weniger. Plünderer, der hat sich weit gebracht. Die auch nicht. Ach, da unten ist das Ding. Was immer das auch ist. Diese Kulisse, ne? Boah. Schneewehenruinen. Ja gut, so klingt das auch. Was war das? Oh fuck. Werbären? Keine Werwölfe? Okay. Sand. Okay, das ist dann wahrscheinlich für später irgendwann. Ah, ich muss hier weg. Ich krieg die Meise mit der Geräuschkulisse, ne? Das ist ja... Alter. Noch so einer. Scheint besser zu werden. Ja, es wird besser, je weiter wir wegkommen. Das sind sogar zwei Höhlen. Okay. Ach, nö. Kann er mich mal in Ruhe lassen? Ach ja, gut. Den hatten wir schon mal. Der kann ja eigentlich Herz machen, theoretisch. Schlangendrache. Der kriegt uns nicht fett, ne? Wo ist er hin? Ach ja. Kommt er wieder? Geht er? Steht er? Ich, mein... Die Herren da gehen zurück an ihre Position. Da ist er. Vara.
Also Respawn der Gegner, yo. Respawn der Beute, nö, nicht so wirklich.